Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Morgen zeige ich euch heute wieder den neuen Fortnite-Shop, also klicken wir direkt mal drauf. Es haben sich heute wieder beide Seiten geupdatet und wir haben zwei ziemlich coole neue Skins hier auf der linken Seite, sogar zwei ziemlich billige Skins. Beide kosten nur 800, außerdem ist dieser Motten-Skin wieder zurück. Ich habe gestern noch über ihn geredet, gestern gab es ja diesen neuen Meme-Tanz und heute ist dann das Motten-Meme quasi wieder da mit all den Items. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal auf der linken Seite an und zwar mit dem Aufklärer und ich glaube, das ist doch der passende männliche Skin zur Aufklärerin, oder? Der Name kommt mir auf jeden Fall mega bekannt vor. Gibt es einen Skin, der Aufklärerin heißt? Ich glaube schon. Auf jeden Fall würde es ziemlich gut passen, weil es gibt ja auch den weiblichen Skin, der auch so grau angezogen ist und diese weiß-graue Mütze hat. Ziemlich nice, ey. Vor allen Dingen, dass der nur 800 V-Bucks kostet. Ich meine, der weibliche kostet ja 1200 und hat auch kein Backpack. Da muss ich sagen, nice. Danke Fortnite, dass ihr den hier so preiswert reinhaut. Außerdem haben wir noch die Wüstendominatoren drin für ebenfalls 800 V-Bucks und sie haut, finde ich, so ein bisschen aus wie ein verbesserter Default-Skin. Also von den Farben her sieht das sehr aus wie so ein Default-ähnlicher Skin, aber diese Weste hier schaut auf jeden Fall besser modelliert aus als die Default-Skins. Nice, ey, auch mit so Tattoos hier auf den Armen drauf. Für den Preis auf jeden Fall ein ziemlich cooler Skin. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das ein Triad-Skin wird. Also vielleicht wird der sogar selten. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall direkt mal holen. Außerdem werde ich auch wieder heute 1000 V-Bucks an meinen Abonnenten verschenken, damit ihr euch auch hier zum Beispiel einen der beiden neuen Skins holen könnt. Alles, was ihr tun müsst, wenn ihr den heute hier gewinnen wollt, ist einfach nur ein Abo da lassen. Ich will es ja an meinen Abonnenten verschenken. Also jetzt einfach mal schnell runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Und wenn ihr das gemacht habt, dann noch ein Hashtag Wochenende mal in die Kommentare schreiben. Heute ist ja noch Sonntag, also genießen wir noch ein bisschen das Wochenende. Ich verschenke hier wieder 1000 V-Bucks. Dann würde ich sagen, machen wir weiter, nämlich mit dem Mod-Mando-Skin. Meme-Skin kam damals raus, als das Mod-Meme gerade extrem groß war. Die Flügel sind cool, aber ein bisschen groß vielleicht. Und dazu gibt es noch die aus dem Meme bekannte Lampe für 500 V-Bucks. Wo auch hier so kleine Motten rumschwirren. Ist okay, aber auch nichts Besonderes. Ich würde sagen, der Flatterkäfer ist wahrscheinlich nur stärkst aus dem Set. Ist halt ein Meme-Skin, ich glaube. Entweder man feiert den oder man findet den mega hässlich. Ist ja eigentlich bei solchen Fun-Skins immer so. Dann kommen wir schon zur rechten Seite. Wie immer, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann fangen wir an mit dem Revolte-Skin. Wieder so ein Roboter. Einer von jetzt recht vielen inzwischen. Und ich bin irgendwie meistens enttäuscht von den Robotern, die Fortnite bisher ins Game gehauen hat. Ich hätte lieber so einen richtig bosshaften Roboter. So einen Zerstörungsroboter, vor dem man Angst hätte. Aber der schaut mir irgendwie viel zu nett aus. 15 Euro dafür finde ich schon echt happig. Würde ich wahrscheinlich eher nicht holen. Dann immer noch die Battlepass-Stufen. Immer noch 10 Stufen, 500 XP für 600 V-Bucks. Die Hacke der Entspannung habe ich mir auch noch nicht geholt. Dann haben wir noch das Pop-Sternchen. Ja, mit einer coolen Musik. Und dann noch die Seeräuberin. Ich muss sagen, hier finde ich den weiblichen Skin deutlich besser als den männlichen. Den männlichen habe ich mir nicht mehr geholt. Hat auch zwei verschiedene Styles. Hier seht ihr hier auf der rechten Seite. 1200 ist auf jeden Fall okay. Und im letzten Slot den Esel-Emote. Für 500 V-Bucks. Ist ganz cool, wenn man ein paar Gegner auslachen möchte, wenn man sie zum Beispiel gekillt hat und sagt so, wow, du hast dich aber angestrengt und ich habe dich trotzdem gekillt. Dafür ist der optimal, um Gegner auszulachen. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid, lasst unbedingt noch ein Abo da. Einfach mal kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Und falls ihr schon abonniert habt, gerne diese kleine Glocke daneben aktivieren. Dann bekommt ihr morgens immer eine Benachrichtigung, was so Neues im Fortnite-Shop drin ist. Es lohnt sich also hier, die Glocke auf dem Kanal zu aktivieren. Wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt auch gerne ein Hashtag Wochenende heute noch dazu, wenn ihr wieder hier 1000 V-Bucks gewinnen wollt. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Tragt gerne noch Snoxy als Creator ein, falls ihr gerade zufällig in Fortnite drin seid. Snoxy, wie mein Kanal mit einem Ende dran. Tragt das gerne jetzt ein. Und dann, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Hey YouTube, what's going on? This is iTalk Fortnite back again with another item shop video. Today is June 8th, 2019. Hopefully you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily as well as other content throughout the week. Again, no other upload today. Apologies on the vlog. I am not doing the vlog anymore because my camera does not work well. If you want to support me in the item shop today, make sure you use code iTalkFortnite. We got two new skins. We got Relay, which is the male equivalent to the Recon Specialist. This is a really clean looking skin. We are buying it. I like it. I like it. Desert Dominator, another green skin. Very clean, very simplistic. Got like some henna tattoos, it looks like, on like her body and stuff like that. I like it. We'll buy this as well. I like simple skins, man. These are pretty sweet, honestly. Not gonna lie. Moth Mando is back. Comes with a back bling wing back. I really am not a fan. Lamp.
Scoot Harvesting Tool, and the Flutterbug Glider. I would not. Revolt is back. Comes with the Backwing Board Bag. It's a good skin. Battle Pass tiers are still here. 10 Battle Pass tiers for 600 V-Bucks. Relax Axe. Star Power's back. I love this emote. Feels like it's been a while since that was last out. Buccaneers back comes with two-headed cells, boom and boom. With the backbling seaworthy with two-headed sounds, boom and boom. And the Laugh It Up emote. This shop isn't terrible. It's not that bad. Hope you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop and subscribe for daily content. Have a good one now. See ya.